Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Herr Kollege Brauner, in dem Moment, wo wir es hinkriegen, handelnde Verwaltungen zur Einhaltung der geltenden Rechtslage auch von Haushaltsrecht zu bewegen, brauchen wir keine Feigenblatt-Sonderausschüsse zur Begleitung von Verwaltungshandeln. Da reicht das Instrumentarium, was dieses Parlament hat. Wir müssen es nur anwenden. Der Erfolg hat, sagt ein Sprichwort, viele Väter. Die Veranstaltung Sanierung der Staatssuppe Berlin ist aber ein planerischer und finanzpolitischer Misserfolg. In der Folge haben sich die in Frage kommenden Väter und ein, zwei Mütter aus dem Staub gemacht. Und das ist das Problem. Niemand will es gewesen sein. Alle gehorchten nur Notwendigkeiten. Selbst der seinerzeitige regierende Bürgermeister hatte nur Wünsche geäußert. Und einem guten Hausvater, so hat er es im Ausschuss dargestellt, gleich ein bisschen Druck gemacht, weil ja sonst in Berlin es überhaupt nichts wird mit dem Bauen. Das Staatsoperndesaster begann also einfach so schicksalshaft gleichsam. Frau Ratzibel hat das eben dargestellt, schicksalshaft. Fatum est, sagten die alten Römer, wenn sie was selten bei ihnen vorkam, einmal wirklich keinen politischen Versager festnageln konnten. Fatum est, auch in Berlin. Wie kam es zur Katastrophe? Herr Regierender Bürgermeister, ich muss Ihnen in einem Punkt widersprechen von Ihrer Ansprache vorhin. Es ist manchmal durchaus nützlich, sich umzudrehen und nach hinten zu gucken, wenn man vorwärts will, weil dann läuft man seltener Gefahr, in die Sumpflöcher reinzustolpern, durch die man schon mal durch musste. Und das wollen wir ja alle nicht. Deswegen diese Ausschüsse. Die Notwendigkeit der Sanierung war klar. Spätestens seit Mitte der 80er Jahre, die seinerzeit damit befassten Ingenieure haben prophezeit, in spätestens 20 Jahren ist das Ding fällig. Fast auf den Tag genau 2005 war es ja dann auch so. Es musste was gemacht werden, aber die Generalsanierung kam nicht. Berlin steckte wegen eigener Großmäuligkeit und bundespolitischer Fehlentscheidungen in einer tiefen Finanzkrise. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Klaus Wobereit ließ die Kultur quietschen. Dem Kultursenator wurden damals die Sanierungsmittel verweigert. Dabei bevorzugte der Dr. Flür seinerzeit Sanierungsvarianten in einem Volumen so zwischen 107 und 146 Millionen Euro. Aber das hätte wirklich nur eine Sanierung damals bedeutet und kein Aufhübschen einer sogenannten Oper des 21. Jahrhunderts in einer Pseudo-Rokoko-Hülle. So, das ist das Problem. Dieser Senator wurde in die Wüste geschickt, aber zuvor wurde noch eine Art Ménage à trois mit dem Dussmannschen Freundeskreis und dem Bund eingefädelt. Dussmann versprach 30 Millionen, die er nie hatte. Einige Dieven, allesamt Männer, träumten schon von der Bundesoper. Die 30 Millionen waren allerdings ein treffliches Mittel, dem Bund eine 200-Millionen-Zusage abzutricksen. Der blieb aber misstrauisch und deckelte diesen Betrag. Die Berliner Politik führte dann eine Milchmädchenrechnung durch, ganz einfach. 239 minus 200 minus 30 macht 9. 9 Millionen Euro Landesanteil für eine Oper, das ist ein Schnäppchen, das lässt man sich nicht entgehen. So funktioniert dann arm, aber sexy. Ja, funktioniert eben nicht. Dieser künstlich gegriffene Betrag geisterte dann durch die Planungen. Erst im Mai 2013 wurde diesem Hohen Haus die Summe von 296 Millionen Euro präsentiert als Kostenanstieg. Das war genau genommen kein Kostenanstieg, sondern erstmals eine einigermaßen wirklichkeitsnahe Planung. 2013. Im vollen Umfang mit der Wirklichkeit wurde das Parlament dann im Mai 2015 konfrontiert. Das waren dann schon 400 Millionen Euro. Vorher wurde in Finanzfragen gemogelt und getrickst, dass sich die nicht vorhandenen Balken bogen. Und wer immer noch glaubt, Entschuldigung, Herr Brauner, mit den 400 Millionen Euro, war es das dann? Also, pardon, im Theater gibt es das Rollenfach der jugendlichen Naiven. Und ich glaube, das sollten wir nicht versuchen zu besetzen. Damit sind wir beim Kern des Finanzierungsdesasters. Zu dem Zeitpunkt, an dem das Vorhaben in die Investitionsplanung des Landes kam, gab es keinen solide berechneten Kostenplan. Alles basierte auf einer nebulösen Bedarfsplanung, die zudem von einer Verwaltung, der Kulturverwaltung, verantwortet wurde, deren damals zuständiger Staatssekretär noch nicht einmal wusste, dass er selbst der Bedarfsträger ist.
Es kam schlimmer. Mit dem Bedarfsprogramm vom Oktober 2007 ging der Senat in die mit einem Gestaltungswettbewerb für den Zuschauersaal verbundene Ausschreibung für einen Generalplaner. Das ist eben koalitionsseitig mal wieder so dargestellt worden, als ginge es nur um die Ästhetik des Saales. Das ging es nicht. Es ging um den Generalplanerauftrag. Weil auf Wunsch der Senatsbauverwaltung wurde das miteinander gekoppelt. Man war damals der Meinung, für ein mickriges Auftragsvolumen wie die Sanierung des Saales kriegt man keinen international klingenden Namen. Also stellen wir mal 239 Millionen Euro zur Disposition. Das ist doch etwas verlockender als 9 Millionen. Auch hier also Eitelkeit vor Solidität in der Planung. Primadonnenallüren, das sei mir gestattet als Einschub, sind mitnichten ein Monopol der Künste. Die Prüfung dieses Bedarfsprogramms war übrigens erst abgeschlossen, als auch der Wettbewerb de facto entschieden war. Noch schlimmer, die Landeshaushaltsordnung schreibt für Baumaßnahmen den zwingenden Nachweis von Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit vor. Für die Sanierung des Opernhauses war das nie ein Gegenstand. Allein für das unterirdische Bauwerk wäre eine solche Analyse zwingend gewesen. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse der geplanten Neubauprojekte, die diesen Namen verdient, wurde von der Oper nie vorgelegt. Noch nicht einmal die von ihr angefertigten Raumlisten wurden offenbar auf ihre Plausibilität geprüft. Irgendwann stellte man fest, dass man keine Räumlichkeiten für den Kostümfundus mehr hat, weil der Oper selbst war nicht aufgefallen, dass ihr eigentliches Kostümfundusgebäude inzwischen verkauft war und das gar nicht mehr zur Verfügung stand. So, gut, ich lasse das jetzt. In unserem Sondervotum finden Sie weitere Beispiele. Auch der künftige Nutzer. Die Oper war mit dem Projekt vollkommen überfordert. Vom Bedarfsträger konnte er keine Hilfe erwarten. Dessen Hauptproblem war die Bewahrung der Kuschelgefühle des Freundeskreises im Ulbrichtschen Nachkriegsrokoko. Also hob der Senat das Vergabeverfahren für den Generalplaner am 15.07.2008 auf und auch aus Furcht vor Rechtsstreitigkeiten wurde auf eine Neuausschreibung des Generalplanerauftrages verzichtet. Ein weiterer war der schon erwähnte geradezu irrationale Zeitdruck, der aufgebaut wurde. Auf die Frage, wer das denn nun eigentlich war, wurde uns selten Auskunft gegeben. Es gibt einen Aktenvermerk der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2008. Auf Wunsch des regierenden Bürgermeisters soll der geplante Baubeginn für die Staatsoper bis zum Herbst 2010 eingehalten werden. Regierender Bürgermeister war seinerzeit Klaus Wowereit. In Berlin hilft das kräftige Wünschen eben wie im Grimmschen Märchen immer noch weiter. Es muss nur der Richtige wünschen. Die Senatsbaudirektorin wies auf die Risiken seinerzeit hin. Sie machte am 6. Oktober ihren Staatssekretärskollegen Lütke Dallbrupp. Herr Lütke Dallbrupp war seinerzeit noch beim Bund beschäftigt. Und Staatssekretär Schmitz auf das erhebliche Kostenrisiko eines beschleunigten Verfahrens aufmerksam, auch auf die Tatsache, dass die Kostenrisiken nicht im Budget enthalten seien. Gleichzeitig wies sie auf die Bauzeitrisiken hin. Eine Wirkung hatte diese Warnung nicht, überhaupt nicht, sondern zu Inkompetenz und Großmäuligkeit kam jetzt noch ein gerüttet Maß Ignoranz hinzu. Und ein Senat, der laufend den Rat der eigenen Fachleute ignoriert, muss sich nicht wundern, wenn die irgendwann entsprechend reagieren. Zum Beispiel in Sachen Denkmalschutz, wenn da mitgeteilt wird, naja, kann ich hier nicht entscheiden als Fachbeamter, das macht mal unser oberster Denkmalpfleger, das ist der regierende Bürgermeister Wowereit. Punkt. So, gut, so läuft das. Und ansonsten der Denkmalschutz, Herr Braune. Mit nichts wurde Schwurflieger umgegangen als mit dem Denkmalschutz an diesem Bauwerk. Es waren rein willkürliche Entscheidungen, was Denkmal war und was nicht. So, das ist das Problem, auf Wunsch des regierenden Bürgermeisters. Und dann kam der Irrsinn mit den Teil-BPUs, wo selbst die Senatsbaudirektorin einräumen musste, dass diese ein ausschlaggebendes Moment für das Projekt und eben dafür waren, dass es eben nachher auch zeitlich auf die schiefe Bahn kam und dadurch natürlich auch wesentliche Kostensteigerungen verursacht wurden. Punkt. Die Teil-BPUs, eine nicht abgeschlossene Planung im vollen Umfang. Und das alles ist kein Monopol der Opernbaustelle. Wir zitieren sehr bewusst den Landesrechnungshofbericht 2015. Schon dort wird vermerkt, dass in der Zeit 2008 bis 2015 mehr als 75% der neu beginnenden Baumaßnahmen der Hauptverwaltung im Bereich Hoch- und Brückenbau ohne fertiggestellte Bauplanungsunterlagen veranschlagt wurden.
So Ausnahmen lässt das Haushaltsrecht nur begrenzt zu. Hier wurde bewusst und absichtsvoll geltendes Haushaltsrecht gebrochen. Sie müssen nichts zum anderes. Ende kommen, Kollege, bitte. Ich sage jetzt meinen letzten Satz. Unser wichtigstes Fazit ist, das Parlament von Berlin ist gut beraten, künftig nicht einen Cent freizugeben, wenn nicht die entsprechenden Planungsunterlagen vollständig und geprüft vorliegen. Nicht einen einzigen Cent. Das sind wir uns allen schuldig. So reich ist diese Stadt nicht, dass es dreistellige Millionenbeträge sinnlos vergeuden kann. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke auch, Kollege.